Ja, wir müssen gucken, was für Zeiten fährt wer. Das ist jetzt die Frage. Was fahren die, die nicht in der Box sind? Waren 1, 1,23, 1,22,7 und 1,22 fahren wir. Okay, also wir sind deutlich schneller, definitiv. Ja, und da holen wir natürlich jetzt auf. Das ist jetzt unsere Chance. Und da müssen wir mal gucken, was da möglich ist. Ja, ob wir bis jetzt was gewonnen haben, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Tendenziell ist Gutierrez immer noch vor uns. Also ich glaube, wir haben eher Plätze verloren durch die Boxenstops als gewonnen. Das kann man so festhalten. Der Führende ist in der Box. Und es geht David Schumacher in Führung. Ja, wir müssen gucken. Jetzt kommt Wärts in die Box. Und die anderen müssen natürlich auch gleich kommen. Haben natürlich auch die harten Reifen alle. Tja, 20. und 21. Ja, man muss gucken. Es ist natürlich jetzt ein hartes Rennen. Ganz klar. Und wir haben schon einen kleinen Rückstand auf Krütten. Ja, mit denen haben wir uns übrigens direkt duelliert. Das heißt, eigentlich haben wir sogar Zeit verloren, aber wir sehen ihn immerhin. 2 Sekunden ist der Abstand. So, und jetzt kommt die nächste in die Box. Ja, mittelfristig müssen jetzt alle kommen. Ja, ich glaube, wir haben uns ein bisschen verzockt. Ich glaube, das kann man sagen. Wir holen kaum Zeit auf Gomez auf Krüttel mit Gomez. Und wir waren doch 18. 17. 18. Ja, es ist nicht so gut gelaufen. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, Mohammed, oder wie hieß der? Mohaupt. Ah, der ist genauso schnell wie wir im Endeffekt. Eine halbe Sekunde ist gar nichts. Und hier sehen wir den Abstand auf dem Vordermann. 2 Sekunden. Also wir verlieren sogar eher als zu gewinnen. Wir können nur hoffen, dass ein Safety Car kommt oder so. Das würde uns in die Karten spielen. Das wäre unsere große, große, große Chance. Und wenn das vielleicht in 10 Runden kommt oder so, dann wäre es ein Traum. 32 Sekunden ist der Rückstand. Ja, unter normalen Bedingungen tun wir uns dann doch schwer, damit zu halten. Können wir mal ein bisschen rauszoomen, dass wir überhaupt irgendwas sehen. Ein bisschen mehr als nur das Auto. Ja. Vesti führt das Rennen an. Schumacher nur noch 13. Und ich glaube, alle, die auf Soft setzen, sind am Ende doch große Verlierer. Und das Problem ist, Gomez kommt nicht ran. Was soll Gomez machen? 2,2 Sekunden. Der Vorsprung wird größer von Krütten. Definitiv verliert Gomez Zeit. Das ist beunruhigend. Und sehr bedauerlich. Dabei wäre dieser 19. Platz des Geldes wegen schon alleine wichtig. Aber auch um ein paar Pünktchen mehr zu kriegen. Punkte gibt es ja hier im Übrigen für alle Positionen. Ganz gleich, ob du 1. oder 20. bist. Das spielt keinen Unterschied. Nur die Menge der Punkte macht natürlich einen Unterschied. 2,3 Sekunden. Ja, das ist zu viel. Und 2,2 hat er auch Vorsprung. Jetzt sind 2,5 Sekunden. Jetzt gibt Krütten Gas.
Ja, das ist halt die große Gefahr, die man hat. Wir haben jetzt übrigens Halbzeit. Das ist die große Gefahr, die man hat, wenn man da zu konservativ rangeht. Viele Möglichkeiten wird es nicht mehr geben. Und auch Mom Haupt muss jetzt langsam rein, genauso wie die anderen da vorne. Ja, da die weißen Reifen kaum schlechter sind, wäre es sinnvoll, die zu nehmen. Ja, es wäre jetzt eigentlich ein Safety Car. Das wäre ziemlich cool. Das würde alles durcheinander würfeln. Durch die SS hier durch. Dann über die Brücke. Ja, und es sind 2,6 Sekunden. Es ist schon riesig, der Rückstand. Und da sind die Nächsten in der Box. Und schon ist Schumacher 10. Ja, wir werden da wohl kaum profitieren. Naja, 17. Platz von Gomez. Ja, also haben wir doch noch profitiert. Aber sind wir ehrlich, lange wird das nicht halten. Die haben frische Reifen. Roy ist hinter uns. Mit frischen Reifen. Ja, da muss man gucken. Jetzt müssen wir mal schauen, was die... Alle haben natürlich gelb jetzt genommen hinter uns. Was da möglich ist. Und der nächste in der Box, Anders. Und den können wir vielleicht auch noch kriegen. Das wäre gar nicht so schlecht. Das wird eng. Ja, es klappt aber auch sehr schön. Ja, nochmal ein Punkt mehr. Sehr schön. Ja, und Anthony hat richtig Pech. Alle kommen vor Anthony raus. Ja, und jetzt wird Gomez langsam, aber sicher attackiert. Sie kommen näher. Und der Rückstand ist 2,6 Sekunden in den letzten Runden eigentlich gleich geblieben. Jetzt 2,7 mal. Ja, und die sind jetzt dran bei Gomez. Die werden Gomez schnell schlucken natürlich mit dem frischen Reifen. Ja, was wir brauchen, was wir jetzt brauchen, ist jetzt wirklich was ganz Verrücktes auf der Strecke. Ja, und auch das haben wir geschafft. Also taktisch gesehen lief es jetzt erstmal ganz gut. Jetzt sind es noch 30 Runden. Jetzt müssen wir gucken, ob wir mit Hart durchfahren können. Vielleicht wäre Hart die bessere Möglichkeit gewesen, was alle gewählt haben. Andererseits sage ich mir, so viel bringt es auch nicht. Anthony fällt auch immer weiter zurück. Und alle waren übrigens einmal schon in der Box. Und Dallavara, der Sieger des ersten Rennens, der wird der Nächste sein, der zu Box fahren muss. Ja, Schumacher attackierte da eben Westi und hat den Platz schon wieder verloren. 2,6 Sekunden der Rückstand von uns. Bleibt mittlerweile konstant auf Krütten, der aber auch im Verkehr hängt. Ja, es ist wirklich die Frage, was macht man? Wie lange halten die Reifen? Und jetzt müssen wir mal gucken, 29 Runden. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie alt die Reifen von Anthony sind, der 10 von 10 gibt, also das ist schon nicht schlecht. Dann wird das der Indikator sein für uns. Und jetzt verliert Gomez einen Platz. Wenn nicht jetzt, dann spätestens in den nächsten Kurven oder ein, zwei Runden. Der Rückstand ist ja zwar kleiner geworden zum Vordermann, deutlich kleiner, aber es nützt ja nichts, wenn man selber attackiert wird. Die Frage ist, wie lange kann man sauber damit fahren mit den Reifen? Und da wird Anthony die Entscheidung bringen.
Wir sind in der 30. Runde. Und 1,8 Sekunden ist noch der Rückstand von Gomez. Der kommt immer näher. Ja, wir müssen jetzt mal ins Datencenter gehen. Natürlich ist das nicht so unwichtig. Und ich würde mal sagen, wir müssen mal gucken, wann waren wir denn überhaupt jetzt genau drin. Und da fällt mir auf, es ist Runde 15 und 14 gewesen. Wenn wir jetzt 14, wenn wir 14 nehmen, 34 wären ungefähr 20 Runden. Ja, das ist nicht ausreichend. Das reicht nicht aus. 20 Runden, das sind deutlich mehr noch. Ja, hätten wir mal hart gewählt. Gomez kommt ran. 27 Runden noch. Ja, vielleicht kommen wir bis zur 22. Runde, aber das glaube ich nicht mal. Ja, und da gibt es Überholprobleme. Ja, und jetzt verliert Gomez wieder heftig an Zeit. Dallavara in der Box. Und ist jetzt letzter. Und durchfahren wird er, glaube ich, nicht können. Ja, das ist die große Frage. Wer kann durchfahren und wer nicht? Und warum und wieso? Und ach, es bleibt spannend. Ist das schön? Ja, ein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sein könnten, wenn wir ganz ehrlich sind. Platz 14 ist jetzt nicht so schlecht. In Anbetracht dessen, dass wir erst im zweiten Rennen unserer Karriere sind. Und hinten sehen wir auch Anthony, der im Verkehr hängt. Ja, das nächste Opfer in der Box werden wir sein, beziehungsweise Cohen. Das kann man jetzt sagen. Wie gesagt, je länger das dauert, je besser ist es für uns, wenn wir nicht zu viel Zeit verlieren natürlich.